wie Angriff. Autohaus Kunzmann und die neue A-Klasse präsentieren den TVG-Talk. Immer dienstags um 19.30 Uhr und 21.30 Uhr auf MeinTV. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von A wie Angriff nach der WM-Pause. Über einen Monat hatte die Mannschaft Zeit, um sich auf die kommenden Rückrundenspiele vorzubereiten. Und es gab auch einige personelle Veränderungen. Die meisten von Ihnen haben sicherlich mitbekommen, dass es einen neuen Sportdirektor gibt. Und zwar hat der ehemalige TVG-Spieler und TVG-Trainer Peter Meisinger den Posten übernommen. Wieso er der richtige Mann an Peter Davids Seite ist, darum geht es heute unter anderem in der Sendung. Und deshalb bei mir zu Gast der Geschäftsführer Guido Herrstraß und der Präsident Georg Ballmann. Herzlich willkommen. Und als langjährigen Fan begrüße ich Jürgen Nebel aus Bärfelden. Schön, dass Sie hier sind. Herr Ballmann, ich habe es gerade schon angesprochen. Peter Meisinger ist der neue Sportdirektor. Was erwarten Sie denn konkret von ihm? Ja, es war klar, dass wir natürlich nach dieser Vorrunde uns erstmal in Ruhe zusammengesetzt haben, die Situation analysiert haben. Das haben wir natürlich auch schon während der Runde gemacht. Und wir kamen überein, dass wir hier sicherlich noch ein bisschen mehr auch an Know-how, an Erfahrung brauchen. Und ich denke, da gibt es beim TV Großwaldstadt nur einen Namen. Das ist Peter Meisinger, der natürlich aufgrund seiner Erfahrung als Spieler und als Trainer, wo er ja alle Titel gewonnen hat, natürlich schon weiß, wo kann man gerade in diesen kritischen Situationen nochmal ansetzen, wo kann man das Quäntchen mehr noch rausholen. Und diese Erfahrung, die wird er sicherlich jetzt auch in der Vorbereitung eingebracht haben und natürlich auch in der Begleitung während der Runde. Stichwort Vorrunde. Herr Herrstraß, wie klappt denn die Zusammenarbeit mit Trainer Peter David und Peter Meisinger? Ja, bis dato läuft die Zusammenarbeit sehr gut. Natürlich muss man sich da auch erstmal wieder zusammenfinden, auch in der Abstimmung. Und bis jetzt kann ich nur sagen, dass es eigentlich sehr gut klappt. Welche Spielzüge werden gerade eingeübt? Wo liegen da die Schwerpunkte? Ja, der Fokus liegt jetzt in der Vorbereitung. Zum einen natürlich, dass man die Mannschaft wieder konditionell auf einen sehr guten Zustand bringt, aber auf der anderen Seite auch sich wieder einzuspielen, abzustimmen, in Angriff, in der Abwehr, die Spielzüge wieder alle einzustudieren, Auslösehandlungen und in der Abwehr halt einfach auch wieder das Feintuning zu finden. Wie ist denn generell gerade so die Stimmung innerhalb der Mannschaft? Einige Fans sagen immer, die sind nicht ganz so bei der Sache, könnten ein bisschen motivierter sein. Ist es berechtigt oder ja, eher nicht? Natürlich ist es so, wenn man in einer Phase ist, die jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt war, das war sicherlich die Vorrunde nicht, dass natürlich dann auch sehr viel Verunsicherung mit dazukommt, dann kommen natürlich unglückliche Aktionen. Das wirkt dann sicherlich für den Zuschauer manchmal so, als ob die Mannschaft nicht alles geben würde. Aber ich glaube, man kann das so nicht stehen lassen. Also die Spieler geben schon alles, dass natürlich manchmal das etwas unglücklich aussah, auch gerade so letzte Aktionen. Das ist so, aber das ist sicherlich mehr der Situation geschuldet als wirklich dem Einsatzwillen unserer Spieler. Okay, das heißt, Spieler sind voll bei der Sache und starten richtig gut in die Rückrunde. Also ich denke, das kann man wirklich nur bestätigen. Auch der Peter Meisinger, der jetzt sich da einen Eindruck gewonnen hat, bestätigt das auch, dass die Mannschaft wirklich mit absolutem Willen mitzieht, sehr seriös und sehr ernst bei der Sache ist. Natürlich zwischendurch ist auch mal ein Spaß, aber ich glaube, es ist alles sehr fokussiert auf das erste Spiel jetzt und auf eine erfolgreiche Rückrunde. Okay, das ist doch schön zu hören. Herr Nebel, Sie sind schon seit einigen Jahren regelmäßig beim TVG, feuern die Mannschaft immer fleißig an. Sie kennen die Strukturen, Sie kennen die Spieler. Wie sehen Sie denn das Ganze? Finden Sie, die Mannschaft könnte noch ein bisschen mehr Einsatz zeigen oder woran liegt's? Also am Einsatz fehlt es mit Sicherheit nicht. Wie der Georg gerade gesagt hat, es sind halt manchmal sehr unglückliche Aktionen dabei. Und wenn da halt, so wie wir jetzt tabellensituationmäßig dastehen, fehlt dann halt auch das Quäntchen Glück. Und es sieht dann halt teilweise halt sehr unglücklich aus. Ne? Aber ich denke mal, von der Mannschaft her soll das eigentlich kein Problem sein, das Ganze. Aber ja, das haben wir auch schon oft gesehen. Ne? Also Potenzial ist ja da. Potenzial ist da, aber es müsste halt mal gelingen, das über die ganze 60 Minuten halt hinzubringen. Ne? Und dann wird es schon klappen. Was muss sich denn Ihrer Meinung nach verbessern innerhalb der Mannschaft, um den Klassenerhalt zu schaffen? Das ist eine gute Frage. Wie halt gesagt, das Hauptmanko wird halt sein, dass halt die Kontinuität über 60 Minuten halt
aufs Spielfeld gebracht wird. Ne? Weil sie können es ja all, das ist so überhaupt nicht die Frage. Ne? Nur halt, das muss halt über die ganze Spielzeit kommen. Ne? Da haben Sie recht, das wäre auf jeden Fall eine sehr wichtige Voraussetzung. Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach reden wir weiter über die aktuelle Situation beim TVG und das kommende Spiel gegen die HSG Wetzlar. Also bleiben Sie bei uns, bis gleich. Es gibt Momente der Trauer. Und Momente der Hoffnung. Es gibt Momente der Wut. Und Momente des Glücks. Momente der Niederlage. Und des Triumphs. Diese Momente erleben wir jeden Tag. Und wir haben sie zuerst. Die Nachrichten aus unserer Region. Täglich auf Radio Primavera. Wir helfen Ihnen wieder auf die Beine. Individuelle Beratung bei angenehmer Atmosphäre. Bei uns finden Sie nicht nur Kompressionsstrümpfe und Bandagen, sondern auch diese Produkte. Zentrale Lage direkt an der B469, Ortseingang Elsenfeld. Solidarität macht stark. Mit über 1,5 Millionen Mitgliedern ist der VdK der größte Sozialverband in Deutschland und macht sich für sozial schwache Menschen stark. Der VdK unterstützt und vertritt sie in allen sozialrechtlichen Fragen. Ob Rentenrecht, Probleme mit der Krankenkasse oder dem Arbeitsamt. Werden Sie Mitglied und profitieren Sie von der Erfahrung und der Kompetenz, mit der sich der VdK für Ihre Rechte engagiert. Informationen erhalten Sie im Internet oder direkt bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort. Einzigartig in Europa. Das Online-Gymnasium des privaten Abendgymnasiums Nürnberg. Die Weiterbildungsplattform für Menschen mit Handicap. Egal ob seelisch oder körperlich beeinträchtigt, mit unserem virtuellen Klassenzimmer führen wir Sie bis zur allgemeinen Hochschulreife. Informieren Sie sich jetzt. www.abendgymnasien.de. Hallo. Melanie, hi. Hi, ich bin 31 Jahre alt. Bin in der Fahrzeugentwicklung tätig. Bei uns sind Sie keine Nummer. Wir nehmen uns Zeit für Sie. Eva Moden in Memlingen. 100 Jahre. Private Wirtschaftsschule Kraus. Seit 100 Jahren Ausbildung auf höchstem Niveau. Jahre private Wirtschaftsschule Kraus. Feiern Sie mit beim Tag der offenen Tür am 2. März. Das Spessart-Camp. 10 Kandidaten und nur ein Ziel. Überleben. Ab Februar bei MeinTV. Das Spessart-Camp. Das Spessart-Camp wird Ihnen präsentiert von Metzgerei Häuser, verwöhnt Familie und Gäste. Und Spessart, die Textilveredler. Ihr Motiv ist unsere Motivation. Hallo zurück zum TVG-Talk Avi Angriff. Der Geschäftsführer Guido Herrstraß, der Präsident Georg Ballmann und Herr Nebel sind noch immer bei mir. Herr Ballmann, Stichwort Handball-WM. Da hat Deutschland ja wirklich eine super Leistung gezeigt. Inwiefern wirkt sich das eventuell wirtschaftlich auf den TVG aus? Ja, grundsätzlich ist erstmal ganz wichtig gewesen, dass der Handball wieder in einen sehr positiven Fokus gerückt ist. Das hilft natürlich bei den Zuschauern, das hilft natürlich auch bei den Sponsoren. Man wird wieder anders wahrgenommen. Handball ist ein Thema, wenn man irgendwo zu Gesprächen geht. Und da muss man wirklich sagen, hat die Nationalmannschaft einen tollen Job gemacht.
Man muss natürlich immer vorsichtig sein, inwieweit sich erstens das natürlich hält. Das wird auch davon abhängig sein, wie, sagen wir, auch die nächsten Turniere verlaufen. Denn das war ja jetzt mal sehr positiv, aber die Turniere, die davor liefen, haben sicherlich dem deutschen Handball nicht so sehr geholfen. Und man muss dann auch wiederum aufpassen und die Lehren aus dem Jahr 2007, als wir Weltmeister wurden, ziehen. Denn dann hat dieser Hype dazu geführt, dass zwar die Gehälter und andere Kosten gestiegen sind, aber in dem Maße nicht die Einnahmen. Und das hat natürlich einige Vereine auch wirklich in Schwierigkeiten gebracht. Und den Konsolidierungskurs, den der TVG jetzt fährt, den machen andere Vereine ja auch, weil sie eigentlich nach der WM 2007 über Jahre über ihren Verhältnissen gelebt haben. Sind Sie insgesamt zufrieden mit den Zuschauerzahlen? Und wenn nein, was könnte man machen, damit die Hallen noch voller werden? Die Zuschauerzahlen könnten ruhig etwas besser sein. Da ist noch wirklich Luft nach oben. Das hängt zum einen wahrscheinlich schon auch immer wieder mal mit den Anwurfzeiten an, wenn es zu spät ist, dass die Kinder nicht kommen können, die Familien. Zum anderen aber, also ist es halt so, dass die bei späteren Anwurfzeiten auch Kunden, also Sponsoren, ihre Kunden einladen können. Ja, und zum anderen ist es natürlich auch so, dass die sportliche Situation jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen hat, die Hallen zu füllen. Die Aktion, bei der jede Karte nur 5 € gekostet hat, ist ja in der Hinrunde super angekommen. Sollte man sowas eventuell nochmal wiederholen? Nein, das ist jetzt erstmal nicht geplant. Die Aktion ist ein voller Erfolg gewesen, das ist richtig. Aber sowas kann man nicht so oft wiederholen, weil man sich natürlich damit auch das Preisgefühl kaputt macht und das auch nicht gerecht wäre gegenüber Sponsoren oder auch Dauerkartenbesitzern. Wie muss die Mannschaft am Freitag gegen Wetzlar auftreten, ja, um einen Sieg nach Hause zu holen? Ich denke, das ist ganz einfach. Sie müssen mit dem wirklich unbändigen Siegeswillen von der ersten Sekunde an in das Spiel gehen. Wir haben es ja gerade schon mal gesagt, die Halle wird ausverkauft sein. Da muss von Anfang an der Funke auf die Zuschauer überspringen und von den Zuschauern auch wieder auf die Mannschaft. Und da darf es wirklich keine Sekunde auch nur einen Zweifel dran geben, wer dann als Sieger vom Platz geht. Und ich denke, wenn man mit dieser Einstellung das umsetzen können, dann wird es wahrscheinlich auch nur einen Sieger geben können. Wie sieht es aus mit den beiden verletzten Spielern, Runa Karason und Marius Liebald? Sind die wieder fit oder müssen die immer noch auf der Bank sitzen? Ja, also Runa Karason hatte wieder das Training aufgenommen, macht sehr große Fortschritte nach seiner schweren Verletzung. Er ist noch nicht bei 100%, aber macht riesen Fortschritte von Woche zu Woche, muss man sagen. Und er wird auf jeden Fall unser Spiel auch bereichern, jetzt auch schon am Freitag. Marius Diebald hat auch riesen Fortschritte gemacht. Leider hat er sich jetzt im letzten Testspiel wieder etwas angeschlagen an der Schulter. Jetzt nicht so eine schwere Verletzung, aber so, dass sein Einsatz am Freitag fraglich ist. Einige Fans munkeln, dass es eventuell noch ein paar Neuzugänge gibt. Ist da was Wahres dran oder eher ein Gerücht? Dass das sicherlich vielleicht auch der Wunsch der Fans und der Zuschauer ist, das kann man nachvollziehen. Aber wir haben auch da, muss ich ein bisschen an die Vergangenheit erinnern, ganz klar ausgegeben, dass wir uns auf einem Konsolidierungskurs befinden. Und es wäre jetzt wirklich auch fahrlässig zu sagen, jetzt wird einfach aus der Not nochmal ein Spieler verpflichtet. Denn wir wissen alle, zum einen muss ein Spieler auf dem Markt sein, der uns ad hoc weiterhilft. Das ist nicht ganz einfach. Den Spieler gibt es vielleicht, aber dann ist es noch schwieriger, den zu finanzieren. Und man braucht natürlich auch mal ein bisschen Glück. Also das hat natürlich bei unserer Verpflichtung in der Hinrunde mit dem Shen Pomeranz hervorragend geklappt. Er hat sich sofort in die Mannschaft eingebracht, ist sofort von den Zuschauern akzeptiert worden, hat uns bereichert, bringt uns sicherlich weiter. Aber da muss man auch sagen, das war wirklich ein Glücksgriff. Und das ist ja nicht immer gewährleistet. Und da sollten wir auch kein wirtschaftliches und finanzielles Risiko eingehen und den Kurs, den wir eingeschlagen haben, auch weiterfahren. So sieht's aus. Die Halle für das Spiel am Freitag ist fast ausverkauft. Das heißt, die Region, die steht weiter hinter dem TVG. Und wir alle wollen natürlich hoffen, dass die Mannschaft ihr Potenzial abruft und das Spiel für sich entscheidet. Anpfiff ist um 19.45 Uhr. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Vielen Dank an Sie drei, dass Sie meine Gäste waren. Nächste Woche ist dann Chen Pomeranz bei mir zu Gast. Und Sie können sich natürlich wie immer bewerben unter www.aviangriff.de. Noch einen schönen Abend und bleiben Sie am Ball. Wie Angriff wurde Ihnen präsentiert von der neuen A-Klasse.